Hey Leute, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute bin ich am Stall mit Zoe. Ja. Denn ich werde Zoe heute so ein bisschen Reiten beibringen. Aber wir werden das heute mit Belly machen. Da haben ja schon mehrere Leute ihren ersten Ritt drauf gehabt. Und das wird bestimmt ganz cool, weil Belly ist wirklich sehr, sehr lieb. Du brauchst dir keine Sorgen machen. Deswegen nehmen wir so aggressiv. Nein, sie sind ganz lieb. Deswegen nehmen wir sie jetzt mal mit. Also eigentlich dachte ich, Lea zieht auch sowas komisches an, aber... Ja, ich reite hier heute nicht. Du reitest heute ganz alleine, Zoe, deswegen hast du nur Reitklamotten an. Toll. Ein Pferdekostüm. Ja, Kostüm. Ja. Die Schuhe, die Leute. Auch von mir, die Hose ist von mir, alles von mir. Ja. Super. Super. Leute, wenn ihr denkt, dass ich aussehe wie Bibi Blocksberg, schreibt es bitte in die Kommentare. Bibi Blocksberg, die kleine Hexe. Auf keinen Fall irgendwelche Tricks oder so. Ja, nein. Geh mal hier rein, aber das Strom, du musst da aufpassen. Ne, hier. Ach so. Gut. Aua. Ein Stadtkind reitet das erste Mal. So, das muss das Video heißen. So sieht gerade aus wie die größte Reiterfrau, aber sie ist die größte Stadtkind wirklich. Ja, gut. Gut. Die Ohren müssen da halt noch rein. So. Achso. Das andere auch. Das habe ich nicht bedacht. Okay, gut. Du bist irgendwie schon ein bisschen sauer auf mich, habe ich das Nein. Gefühl. Nein. Okay, wir können gehen, sollen. Okay. Dann nimm mal den Kleinen. Er macht wirklich nichts, also wirklich nichts. Ist der süß. Okay, gut, so gut. Ein bisschen schneller, ne? Fettsack. Weil er ist wirklich, wirklich lieb. Du brauchst wirklich keine Angst haben. Moritz ist auch schon mal drauf geritten. Ja, und bei mir hat er mich runtergeworfen. Nein, hat er nicht. Hat er nicht. Leute, ich muss zugeben, es stinkt hier sehr krass nach Scheiße. Das ist hier so am Stall. Ach so. Das ist der schöne Duft vom Land. Das Ding getreten. Du hast ihn einfach fallen lassen. Ich kann ihn nicht einfach loslassen. Du bist so schlecht. Du bist so schlecht. It's good, it's good. Ich mache nicht seine Hufe sauber oder generell ihn sauber. Was? Du musst ihn sauber machen. Ich kann alleine machen. Dann machst du ihn doch sauber, Moritz. Die schlechteste Pferdefrau. So, das ist der Putzkoffer. Schminkkoffer. Es ist ein Schminkkoffer tatsächlich. Ist ein Schminkkoffer gewesen. Ich habe ihn umfunktioniert, weil der war so endlich praktisch. Endlich kann ich mich ein bisschen wohler fühlen. Ne? Riegel! Yeah! Er hasst mich so. Womit willst du anfangen, Zoe? Mit das? Mit dem? Ich glaube, es ist halt echt leer. Also, du musst erstmal hier, wähl irgendwie eine Bürste aus. Das hier sieht aus wie eine Haarbürste. Ja, das stimmt. Kannst die Haare. Warum nimmst du so einen Sicherheitsabstand? Er hasst mich ja. Er hasst dich nicht. Er hasst niemanden eigentlich. Er ist bei jedem so, ne? Er hasst niemanden. Er ist bei jedem lieb. Mach mal jeden. Schweif. Auf keinen Fall. Ja, du musst dann da so ein bisschen so kreisen, weißt du? Gut. Doch für die Nase. Komm. Dorando. Das ist tatsächlich der Hufkratzer. Aber er liebt es. Ja. Weil du kannst schon die Hufen versuchen, Zoe, wenn du willst. Ohne Witz heute nein. Das ist voll witzig. Ich will das nicht machen. Doch, mach es. Ich mag das nicht. Die Hufe. Mag was das, macht ne? er denn immer kratzen? Los. Ja, ist ja nichts so dringend. Er ist so lieb, ne? Er ist so lieb. Jetzt komm. Was Sicherheitsabstand hier. Ja, er ist sauber. Wir können aufhören, Leute. Beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal vielleicht. Wenn du ein bisschen Vertrauen aufbaust. Like das Video, wenn ihr das sehen wollt. Also Perlen, wieso müssen wir dieses Rammstingen vom Flohmarkt? Das ist die Kandare tatsächlich. Kandare, Madare, was ist das? Das gucken wissen, damit wir das so nicht mit der Kandare reiten sollte. So, damit reitest du mit der Trense. Die hat auch ein bisschen Glitzer. Okay, dann muss ich halt ein Pad nehmen. Ja, so, wie wolltest du eigentlich mit Sachen reiten, wo ich sie gefragt habe, ich jetzt trotzdem das Pad? Aber es ist eigentlich schon gut mit Pad. Wenn man noch nicht so oft geritten ist, dann ist es eigentlich besser. Aha. Okay. Gut. Man könnte ihm auch einen kleinen Curtain Bangs machen oder einen Pony. Ponytail. So, besser. So, wir sind jetzt auch echt bereit. Du brauchst noch einen Helm, Zoe, für die Sicherheit. Ja. Und dann geht's los. Du fühlst dich wie ein Freak, weil du am Boden liegst. Steh auf. Und es geht ab, ab, ab. Nobody's perfect. Mit einem Sicherheitsabstand von 100 Kilometer geht's ab, ab, ab. Hi. Ich bin Profi übrigens. Ich bin Profi. Was hast du gesagt? Dass du das nicht glaubst. Oh. Wir sind jetzt hier in der Halle. Es ist leider gerade ein bisschen am Regnen. Deswegen sind wir jetzt hier reingegangen. Falls wer die gleich komplett ausrastet und dich runterbockt, dann bist du wenigstens hier drin und kannst dich frei umlaufen. Spaß, er macht nichts. Wie komme ich jetzt drauf? Das geht so auf jeden Fall nicht. Doch, es geht. And go. Ja, yes, super. Super. Ich habe fast ein Bein gebrochen dabei, aber ja. Gut, jetzt nehmen wir Schritt an. Komm.
Also wir gehen jetzt erst ein paar Runden Schritt zum Eingewöhnen und dann traben wir. Also wir traben jetzt mal an. Also ich warne dich mal vor, es ist schon ein bisschen huckelig im Traben. Ne? Trab ist scheiße. Der Lauf ist viel, viel cooler als Trab. Ja, Trab ist wirklich ein bisschen blöd, aber du kannst immer gucken. Okay, wir starten dann jetzt. Du kannst ein bisschen so mit dem Bein und dann vielleicht ein bisschen schnalzen, aber ich bin ja auch mit, also Lea. So, der Helm war gerade ein bisschen locker, deswegen machen wir es jetzt normal. Ist der Helm besser? Ja, ist gut. Es ist sehr, okay, jetzt macht der Galopp, oder? Nein, das ist Galopp. Das ist gerade noch nicht herunter. Also, der Trab war jetzt eigentlich ganz gut, aber es ist halt wirklich hoppelig auf Valley. Also, es ist wirklich, hat schon viel Schwung. Deswegen machen wir jetzt den Galopp gleich. Und aus Erfahrung sagt jeder, dass der Galopp besser ist. Also, Trab, das wird so auch gleich merken. Wir machen es aus dem Schritt, weil dann müssen wir nicht diesen Renntrab vorher machen. Deswegen willst du jetzt gleich einfach dein Bein zurücklegen, dein Äußeres. Machst du zurück? Noch nicht, ne? Aber gleich dein Äußeres zurück. Inneres auch ein bisschen drücken und dann schnallst du auch noch so. Oder du musst wirklich das äußere Bein zurück machen. Ich renne mit. Leute, haben immer richtig Panik dabei, ne? Weil das ist echt schnell. Es war gut, Zoe. Okay. Zoe macht es alleine. Ja, reite erstmal so. Ich habe das Gefühl, ich kann es, aber ich kann es irgendwie noch nicht. Das macht natürlich Sinn. Komplett, ja, das ist richtig. Komplett unnötig. Okay, geh mal im Schritt. Halte ich mich fest? Also kann ich trotzdem so machen? Ja. Da ist mal ein Schritt an. Ali. Weil er wird wahrscheinlich denken, dass ich ihn führe, deswegen wird er wahrscheinlich versuchen, mal mitzuhelfen. Lea hat Angst, dass ich glaub, weil irgendwie das Pferd in die Wand fällt. Guck mal, sie denkt. Ja, gut, so. Okay, gut. Treib alleine. Alleine, Mann. Also, du kannst jetzt erst einmal einen Trab machen, nochmal. So, Zoe trabt jetzt alleine. Sehr gut. Treib weiter. Lea hat tolles Angst. Sehr gut. Deine Hände sind sehr hoch. So, der Trab war jetzt schon ganz gut. Klar, der sitzt. Ja, aber. Was? Aber Valley macht das echt lieb. Und wir versuchen jetzt einmal einen Galopp alleine, weil Valley macht eigentlich nichts. Wir machen es wieder aus dem Schritt. Eigentlich. Also geh erst mal einen Schritt nochmal an, Zoe. Na komm. Yes. Yes. Gut, sehr gut. Ja. Sehr gut. Ja. Sehr gut. Deine Hände sind sehr hoch, die musst du ein bisschen tiefer lassen. Ja, so. Genau, lass sie einfach da. Da ist gut. Okay. Und du musst das Ganze wie Biontina jetzt singen, während du das machst. Und los. Und jetzt Biontina. Oh mein Gott, das ist anstrengend. Es war gut. Die Hände waren noch ein bisschen besser. Was hast du für deine erste Reitstunde? Frag die Trainerin, sag ich mal. Also ich fand's gut. Sie hat sich auch getraut. Mich wundert es tatsächlich auch, dass du dir so viel getraut hast. Hätte ich nicht gedacht. Ich will jetzt auch irgendwie noch ein bisschen weiter reiten. Sehr gut, Zoe. Also es hat gut funktioniert fürs erste Mal. Wenn du willst, kannst du es gerne nochmal machen. Hat sie ein bisschen Spaß gemacht auch. Wenn ihr noch mehr Teile sehen wollt, wie ich mich komplett zum Affen mache, dann lasst ein Like da. Wenn ihr wollt, dass ich Lea auch mal einen Tag mein Leben leben lasse, dann ja, Lea. Das Stadtleben. Das Stadtleben, nicht das Dorfleben. 3000 Likes werden wir das Stadtkind-Video drehen. Let's go. Okay, good boy. Tschüss.